Also das war ja hoffentlich nicht schwer. hoffentlich. So. Also. Wir haben diese Schaltung, die wir uns das letzte Mal eigentlich die ganze Zeit angeschaut haben. Die Mittelschaltung, und gegeben ist jetzt hier der Verlauf der Eingangsspannung hier. Ohne wirkliche Zahlenwerte, sondern nur so in etwa. Das heißt, wir nehmen an, dass diese Spannung hier in der Größenordnung von welcher Spannung ist, damit das ganze Beispiel überhaupt Sinn macht. Ja, in der Größenordnung der Flussspannung der Basisemitterdiode. Und wenn das halt zu klein wäre. Bei einem vernünftigen Strom. Überhaupt noch. Also meistens, wenn man hier einfach eine Spannung anschreibt, dann geht man davon aus, dass es von irgendeiner Spannungsquelle getrieben wird, die eh so viel Strom liefern könnte, wie man nur möchte. Aber natürlich, wenn man da zu wenig Strom hineinschicken würde, dann würde diese Spannung zusammenbrechen, aber dann wäre diese Vorbedingung ja nicht mehr erfüllt. Dann wäre dieses Bild ja quasi Wunschdenken, aber nicht die Spannung, die wir hier tatsächlich messen. Gut, also wir haben diesen Verlauf, und die Frage ist jetzt die erste, wie die Spannung am Ausgang ist. Und diese Ausgangsspannung hat zwei Eigenschaften. Welche Eigenschaften sind das? Sie ist größer und sie ist invertiert. Genau. Also größer. Verstärkt. Verstärkt. Das war ja die Idee, darum machen wir so einen Verstärker. Und invertiert darum, weil wenn ich hier eine größere Spannung anlege, dann schalte ich ja diesen Transistor durch, der wird quasi der wird niederohmig, und der zieht dann diesen Punkt hier gegen Masse. Also wenn ich hier aufdrehe, dann verbinde ich im Grunde diesen Ausgang mit meinem Masseknoten. Das heißt, ich gehe dann hin zu meinem Groundpotential. Während wenn ich hier mit der Spannung runtergehe, dann wird dieser Transistor weniger leitend. Und dann fließt hier auch quasi weniger Strom durch diesen Widerstand. Oder man kann sagen, der Spannungsteiler zwischen diesem festen Widerstand und dem Widerstandswert von der Kollektor-Emitter-Strecke dieses Transistors, der verändert sich. Wenn ich hier mit dem Widerstand nach oben gehe, dann gehe ich natürlich auch mit dieser Spannung hier nach oben, und da kommt dann eben so ein invertiertes Verhalten raus. Ich habe eine Verstärkung, aber ich habe gleichzeitig eben auch eine Invertierung. Kurze Frage, wenn der Transistor voll durchgeschalten ist, ja. Was ist da quasi die kleinste Spannung, die dann sozusagen? Das hängt vom Transistor ab. Beim Silizium-Transistor kann die Kollektor-Emitter-Strecke auf bis zu 0,2 Volt runtergehen. Also das ist so die Größenordnung. Wenn ich ein anderes Halbleitermaterial verwende, kann es mehr oder weniger werden. Und wenn ich eine andere Art von Transistor, einen Feldeffekt-Transistor zum Beispiel verwende, dann kann das auch ganz anders ausschauen. Also wenn ich ganz zu diesem Ground-Knoten hingehen möchte, dann würde ich einen Feldeffekt-Transistor verwenden und nicht einen Bipolar-Transistor. Aber das ist dann das allerletzte, was wir uns anschauen von unserer Transistor-Einheiten hier. Da schauen wir uns dann noch den Feldeffekt-Transistor und andere Transistortypen an. So, die zweite Frage, die hier gestellt wurde, ist nach dem Strom, der hier fließt. Und wann fließt da ein großer Strom? Wann fließt ein großer Strom I1? Wenn ich am Eingang ein hohes Potenzial oder wenn ich am Eingang ein niedriges Potenzial habe? Ein hohes Potenzial. Ein hohes Potenzial. Warum? Weil der Transistor voll durchgeschalten ist und damit der Gesamtwiderstand am geringsten ist. Genau. Gesamtwiderstand am geringsten heißt der größte Strom. Das heißt, wir haben hier bei dem Strom, und der Bezugssinn von dem Strom ist hier quasi nach unten, das heißt, wir haben jetzt immer positive Ströme hier, haben wir ein inphasiges Verhalten. Das ist nicht invertiert, sondern wenn die Eingangsspannung hochgeht, dann geht auch dieser Strom hoch. Wenn die Eingangsspannung runtergeht, dann wird auch dieser Strom kleiner. Gut, dazu Fragen? Dann schauen wir uns auch das zweite Beispiel an. Das ist jetzt mehr so textbeispielmäßig. Gut, wir haben hier wieder eine Emitterschaltung mit so einer
Arbeitspunktstabilisierung, wie wir das letzte Mal gehabt haben. Das heißt, man würde dann das eigentliche Eingangssignal, wie würde man das dann verbinden zu dieser Schaltung? Wie bitte? Wie würde man das eigentliche Eingangssignal mit dieser Schaltung verbinden? Über den Kondensator. Über einen Kondensator. Warum brauche ich da einen Kondensator? Warum kann ich das nicht direkt anschließen? Weil sonst direkt in den Spannungsteiler reingreifen und eigentlich die Spannung vorgegeben kommt. Genau, dann ist der Spannungsteiler nutzlos. Der Spannungsteiler, der soll uns ja quasi vorgeben, was der Gleichanteil der Spannung ist, damit wir dann um diesen Pegel unser Wechselsignal einkoppeln können. Wenn wir jetzt hier, im einfachsten Fall können wir ja die Signalquelle als Spannungsquelle annehmen. Wenn wir hier eine Spannungsquelle anschließen, dann ändern diese Widerstandswerte überhaupt nichts. Dann ist das Potenzial von diesem Knoten nur durch diese externe Spannungsquelle einbetoniert. Und wenn ich einen Koppelkondensator dazwischen tue, dann kann dieser Kondensator sich stationär laden auf den Unterschied eben zwischen diesem Arbeitspunkt, den ich hier habe, und dem Arbeitspunkt, die Quelle hat. Und nur der Wechselanteil, der wird dann eben übertragen, nachdem dieser Kondensator einmal auf diese Differenzspannung geladen ist. Und so können wir dann hier mit diesen beiden Widerständen einen Arbeitspunkt einstellen. So, was ist hier gefragt? Gefragt ist, wie groß ist der Ersatzwiderstand für die Basis der Mittelstrecke im Arbeitspunkt? Ihr erinnert euch, das haben wir uns das letzte Mal ausgerechnet. Und gegeben sind da zwei Größen, nämlich der Strom, der in die Basis hineinfließt, und die Spannung, die in der Basis der Mittelstrecke abfällt. Gut, das heißt, wir haben hier welches Gesetz verwendet? Das Ohmsche Gesetz, zum tausendsten Mal wahrscheinlich, seitdem wir mit dem Kurs begonnen haben. Und hier in der Form R ist U durch I. Und wir nehmen halt unser U und unser I. Ein bisschen muss man nachdenken mit dem Mikroampere. Mikro. Ja, jetzt habe ich es dir vorweggenommen, sonst korrigierst du mich immer. Das quasi 150 Millionstel Ampere sind und dann kommt man eben auf 5 Kilo um. Gut, und dann kommt die eigentlich interessante Frage, nämlich, welcher dieser drei Werte hier wäre eine gute Wahl für das R2? Und da haben wir zur Auswahl 1 Kilo Ohm, also deutlich kleiner als die 5 Kilo Ohm, die wir für die Basis der Mittelstrecke berechnet haben. 5 Kilo Ohm, also gleich groß, oder 15 Kilo Ohm, also größer. Ja, also ich habe sie eh angekreuzt. Der kleinste von diesen drei Fällen ist am sinnvollsten, aber warum ist der sinnvoll? Jetzt ist es nur logisch, weil ich damit R1 und R2 stabilisieren kann. Ja, aber also über R1 reden wir ja gar nicht. Also ich könnte quasi R2 einfach fünfmal so groß machen und R1 fünfmal so groß und ich habe immer noch den gleichen Spannungsteil. Die Frage ist quasi, wenn ich mit R2 anfange, ich kann für R2 einen beliebigen Zahlenwert mir ausdenken und dann kann ich mir ausrechnen, welchen R1 ich brauche. Jetzt ist die Frage, warum will ich, dass der R2 deutlich kleiner ist als der Ersatzwiderstand für die Basis der Mittelstrecke? Ja, wenn ich den Ersatzwiderstand nicht genau kenne oder der aufgrund von Bauteilspannungen sich ändert, bin ich durch den kleinen Widerstand unabhängig von dem. Genau. Ich sollte zwar in der Größenordnung immer noch berücksichtigen, aber... Dieser Ersatzwiderstand, den ich mir da ausgerechnet habe, das ist eine ganz, ganz grobe Schätzung. Es geht ja nur darum, dass ich hier einen Spannungsteiler berechnen möchte. Und ich kann nicht einfach nur R1 und R2 hernehmen, wie wir das bei den Spannungsteilern ganz am Anfang gemacht haben, wo wir noch keine Transistoren kannten. Weil wir haben ja die Basis in Mittelstrecke hier parallel zum R2. Das heißt, der würde den Spannungsteiler ein bisschen beeinflussen. Aber diese Berechnung hier ist eine grobe Schätzung. Wir haben letztes Mal gesagt, diese Bauteilparameter von Transistoren, die schwanken unglaublich stark. Das heißt, ich möchte diesen Spannungsteiler hier dann so dimensionieren, dass er durch die Schwankungen von dem Ersatzwiderstand der Basis der Mittelstrecke so gut wie nicht beeinträchtigt werden. Wenn ich jetzt die Parallelschaltung habe von zwei Widerständen und ein Widerstand ist besonders groß und der andere ist besonders klein, welcher dominiert den Gesamtwiderstand? Der kleine, genau. Das heißt, wenn ich möchte, dass ich in dieser Parallelschaltung zwischen einem im Wesentlichen unbekannten Widerstand und einem Widerstand, den ich mir aussuchen kann, in Summe dann einen bekannten Widerstand habe,
dann muss ich den, den ich aussuchen kann, deutlich kleiner wählen als den, den ich noch schätze. Und dann weiß ich, diese Parallelschaltung, die wird halt ein bisschen kleiner sein als 1 Kiloohm vom Widerstandswert. Aber im Wesentlichen gibt dieser 1 Kiloohm Widerstand vor, wie groß der Widerstand ist. Während wenn die gleich groß wären, oder sogar dieser extreme Fall, R2 wäre deutlich größer, dann würde eigentlich nur noch diese Basis im Mittelstrecke den Widerstandswert festlegen. Und genau die kenne ich ja nicht, das wollen wir nicht. Darum nehme ich ein R2, der möglichst klein ist. Warum nehme ich nicht ein R2 von 1 Ohm? Das wäre dann noch kleiner, da hätte ich ja noch mehr gewonnen. Ja, weil man Kraftwerk braucht, um diese Spannungsteiler zu betreiben. Genau, man braucht ein Kraftwerk, um den Spannungsteiler zu betreiben. Das ist das eine, weil dann natürlich hier ein großer Querstrom fließt. Aber das zweite ist, wenn ich hier einen 1 Ohm Widerstand habe, was brauche ich denn dann für einen Koppelkondensator? Einen riesigen Farad. Sehr, sehr, sehr groß. Einen sehr, sehr, sehr großen. Warum brauche ich denn einen sehr, sehr großen? Weil da viel Strom fließen muss, um da was zu verändern. Genau. Also wenn wir sagen, R2 ist kleiner vom Widerstandswert als die Basis im Mittelstreck, dann habe ich hier einen Stromteiler. Wenn ich einen Stromteiler habe zwischen zwei Widerständen und der eine ist deutlich kleiner als der andere, durch welchen fließt der allermeiste Strom durch? Durch den kleinen, genau. Das heißt, wenn ich jetzt hier die Basis im Mittelspannung ein bisschen anheben möchte und ich habe hier meinen 1 Ohm Widerstand, dann muss ich hier so viele Ampere durchjagen, wie ich möchte, dass diese Spannung in Volt ansteigt. Und wenn ich mir solche normale Kondensatoren anschaue, da kann ich nicht lang große Ströme durchjagen. Die sind ziemlich schnell voll. Nicht? Also wir haben gesagt, wenn ich einen 1 Farad Kondensator habe, dann muss der 1 Ampere für eine Sekunde durchfließen, damit der auf 1 Volt geladen ist. Und 1 Farad ist ein riesiger Kondensator. Normalerweise haben wir Mikrofarad oder Nanofarad oder sogar Picofarad. Das heißt, wir wollen diese Widerstandswerte eigentlich so groß wie möglich halten, weil ich dadurch dann einen kleinen Koppelkondensator brauche und weil ich nur wenig Energie verheize, damit dass hier ein Querstrom durchfließt, aber nicht beliebig hoch, ich kann da nicht Mega-Ohm-Widerstände einbauen, weil ich muss eben diese Basis in Mittelstrecke berücksichtigen, die gibt mir eine Obergrenze vor, wie groß ich diese Widerstandswerte machen kann. Das nächste, was ist, wenn ich einen ganz kleinen Widerstand habe, sinkt nur der Eingangswiderstand. Ja. Und wenn ich einen Verstärker habe, will ich ja einen hohen Eingangswiderstand und einen niedrigen Ausgangswiderstand haben. Ja, da würde es Sinn machen, wenn ich den R1 und den R2 angenommen durch ein Potentiometer ersetze, dass ich dann im Megaohm-Bereich gehe? Ich wiederhole das jetzt ein bisschen zusammengefasst für die Kamera. Das erste war, dass wenn diese Widerstandswerte sehr klein ist, sinkt auch mein Eingangswiderstand. Das ist richtig und das ist ein weiteres Problem. Und du hast gesagt, der Eingangswiderstand, den will man eigentlich möglichst hoch haben, den Ausgangswiderstand möglichst klein und damit werden wir uns heute eh noch beschäftigen, weil der Ausgangswiderstand von dieser Schaltung eigentlich hoch ist. Also genau nicht das, was du gerade völlig richtig gesagt hast, was man von einem Verstärker möchte. Das zweite war, wenn ich hier einen Potty einbaue, kann ich dann nicht in den Mega-Ohm-Bereich nehmen. Meine Antwort dazu ist nicht wirklich, weil diese Werte ja nicht nur mit dem Bauteil an sich schwanken, sondern auch mit der Temperatur schwanken, über die Lebensdauer des Geräts schwanken. Also man kann viele Sachen mit Potties gut richten und wenn man jetzt hier zum Beispiel einen Potty hat, der dann in der Größenordnung von so wenigen Kiloohm ist, dann wäre das ein durchaus gangbarer Weg, wenn ich vielleicht jetzt davon nicht 100 Stück bauen und nicht Millionen Stück bauen machen möchte, sondern irgendwie so 10 oder so, dass ich da einfach einen Potty einbaue und dann messe ich das durch bei jedem Exemplar und stelle den so ein, wie ich das haben möchte. Aber der sollte trotzdem noch niederohmig sein gegenüber der Basis in Mittelstrecke, weil ansonsten jeder Drift hier irgendetwas bewirkt. Es gibt aber andere Möglichkeiten, die Arbeitspunktstabilisierung bei Emitterschaltungen zu machen. Also wir schauen uns in dem Kurs nur diese an mit dem Spannungsteiler, weil die am einfachsten ist. Man findet aber auch welche, wo man mit der Maus wackeln. Man findet aber oft auch Schaltungen,
wo man den R2 komplett weglässt und einen Widerstand zwischen hier und hier macht. Das ist halt, das hat gewisse Vorteile, aber ich finde das jetzt quasi schön als vom Funktionsprinzip. Und im Wesentlichen schauen wir uns diese ganzen Sachen mit den Transistoren wegen dem Funktionsprinzip an. Und in 2 Monaten, glaube ich, sind wir dann schon bei einem Operationsverstärker und dann wird alles viel besser. Aber wäre das nicht sowieso notwendig, da ein Potentiometer reinzugeben, weil wenn wir den Arbeitspunkt des speziellen Transistors nicht kennen, sozusagen? Ja, hier müsste man, weil ich nämlich hier keine Gegenkopplung habe. Und das wäre dann quasi noch das Nächste, dass man ja hier eben Mitte normalerweise noch einen Gegenkopplungswiderstand einbaut und dann könnte ich das auch mit festen Widerstandswerten machen. Du hast völlig recht, solange ich hier nicht gegenkopple, ist das so ein kleiner Punkt, den kann ich nicht treffen mit festen Bauteilwerten, sondern da brauche ich einen Potty, an dem ich das einstelle. Gut. Noch Fragen zu dem? Du hast, glaube ich, schon am Anfang gesagt, wo kann ich das einwenden? Diese Schaltung, wo könnte ich die einbauen? Was die Emitterschaltung ist einfach eine Verstärkerschaltung. Und in der Praxis würde man die eher verwenden, um besonders kleine Signale zu verstärken. Da haben wir uns das letzte Mal relativ eingehend darüber unterhalten, wenn ihr euch erinnert, dass die Emitterschaltung nicht gut funktioniert, wenn man am Ausgang nahe an die Versorgungsspannungen rangeht. Das heißt, wenn ich da jetzt irgendwie eine Versorgungsspannung von vielleicht 5 Volt habe, kann ich mit einer Mittelschaltung verstärken, wenn mein Ausgangssignal dann irgendwie so zwischen 2 und 3 Volt vielleicht schwankt. Aber wenn ich quasi bis an die Grenzen der Versorgungsspannung verstärken möchte, gibt es andere Bauteile, mit denen ich das viel besser machen kann. Das sind eben diese Operationsverstärker, zu denen wir dann nach den Transistoren kommen werden. Die Operationsverstärker sind halt nicht gut, wenn es darum geht, besonders kleine Signale zu verstärken. Also wenn ich da jetzt direkt von einem Mikrofon zum Beispiel komme und ich will eine erste Verstärkerstufe bauen, dann mache ich das mit einem Transistor. Mit dem bringe ich mal mein Signalpegel von unglaublich klein auf gemütliche Anzahl von Millivolt und dann kann man mit anderen Verstärkerschaltungen weiterarbeiten. Ist das auch das Gleiche, wenn man bei einem Plattenspieler einen Vorverstärker dranhängen muss, oder ist das mit dem kleinen Signalpegel? Die Frage war nach dem Vorverstärker beim Plattenspieler, ja, das ist im Wesentlichen genau das Gleiche. Also, die Plattenspieler, die liefern eben ein sehr, sehr kleines Signal und manche Endstufen haben dann eben so einen eigenen Phono-Eingang, der das verstärken kann, und wenn man nur einen Line-Eingang hat, dann braucht man einen ersten Verstärker. Ohne sowas je aufgemacht zu haben, würde ich aber annehmen, dass da mehr als nur ein Transistor drin ist, sondern wahrscheinlich schon 2 Stufen, die das ganz, ganz kleine Signal auf einen sinnvollen Pegel und dann irgendwie auf den Line-Pegel verstärken. Soweit ich weiß, sind bei Plattenspielern auch die Verstärkungsfaktoren abhängig von der Frequenz. Eigentlich, das ist nochmal etwas, das der Phono vorgestellt hat. Ah, okay. Also der Frequenzgang gehört auch noch kompensiert. Gut, sonst Fragen? Verwendet man sowas auch in einem Low-Noise-Amplifier? Oder so Satellitenschüsseln vielleicht, oder was? Also vom Funktionsprinzip ja, aber nicht mit einem Bipolar-Transistor. Sondern mit anderen Transistortypen. Aber vom Grundprinzip würde man sowas auch verwenden, um Verstärker zu bauen, die ganz geringes Eigenrauschen haben. Die Bipolar-Transistoren, die wir jetzt am meisten verwenden, das ist ja traditionell irgendwie so der Standard-Transistor, den lernt man immer zuerst. Und der hat manche ganz gemütliche Eigenschaften, da eignet sich der gut, um diese Sachen anzuschauen, aber es gibt dann oft für die unterschiedlichen Anwendungen dann Transistortypen, die viel besser geeignet sind, um die eine oder andere Art von Anwendung zu realisieren. Gut, sonst Fragen? Ja, ich